Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zur Haustour. Bevor wir starten und ich euch das ganze Haus, in dem wir zu zehnt wohnen, zeige, hier noch ein paar kleine Infos. So, und zwar wohnen wir jetzt seit knapp 2,5 Jahren jetzt in diesem Haus. Wir wohnen hier zur Miete, zur Info. Und wir haben einen ganz tollen Vermieter, der hat uns damals direkt gesagt, wir können hier machen, was wir wollen, ob wir Wände einreißen, Böden kaputt machen. Was auch immer, er hat uns hier freie Hand gelassen in der Gestaltung und Umsetzung. Wobei ich sagen muss, wir haben halt eben nicht so viel gemacht, wie wenn es jetzt unser Eigenheim wäre. Ist klar, ne? Man muss das schon ein bisschen bedenken, immer wenn man zur Miete wohnt oder eben ist es sein Eigenheim, da investiert man auf jeden Fall mehr. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das ist jetzt unser drittes Zuhause, seit wir verheiratet sind. Oder? Nee, eigentlich ist es dann unser viertes Zuhause. Ich bin erstmal zu meinen Schwiegereltern gezogen, also zu meinem Mann in sein Kinderzimmer, als sie geheiratet haben, 2 Jahre dort gewohnt. Dann sind wir in unsere erste Wohnung gezogen, als unsere erste Tochter zur Welt kam. Als ich mit den Sechslingen schwanger wurde und sie dann zur Welt kamen, noch im Krankenhaus waren, sind wir dann nochmal umgezogen. Und das ist dann sozusagen unser viertes Zuhause, wobei ich glaube, das erste zählt ja nicht so, weil ich bin ja ins Kinderzimmer gezogen. Also es war ja nicht unser erstes. Also ja, kann man sich aussuchen. Drittes Zuhause, würde ich sagen. Bis jetzt, jedes Mal, wenn wir umgezogen sind, war es für mich immer wichtig, dass es ordentlich ist, dass es sauber ist. Deswegen habe ich bis jetzt überall, wo ich umgezogen bin, streichen müssen und Böden machen müssen. Also so Laminat verlegen und so weiter. Habe ich bis jetzt überall gehabt. Ich hatte nie das Glück, dass ich irgendwo gelandet bin, wo schon vernünftiger Boden ist. Ja, ich will jetzt am besten gar nicht so viel labern, sondern ich zeige euch einfach die einzelnen Räume. Und dann kommen eben die Vorherbilder, die schon erschreckend sind, weil ich habe die mir jetzt nach langer Zeit erst wieder angeguckt. Und es ist schon, also es ist schon ein Unterschied, obwohl, wie ich schon meinte, wir eigentlich gar nicht so viel gemacht haben. Wir haben alle Räume gestrichen und teilweise fast in allen Räumen Böden verlegt. Aber wir haben halt nicht mal die Tapeten gewechselt, weil die waren in sehr gutem Zustand und die hätten wir nicht abgekriegt. Und wir sind sehr chaotisch umgezogen. Wer mich ja schon auf Instagram verfolgt, der weiß, dass das damals ein sehr, sehr hektischer, sehr stressiger Umzug war. Und eigentlich bin ich immer noch nicht fertig. Also wir haben immer noch Baustellen hier zu Hause. Also so sei es irgendwie noch den Treppenaufgang ist noch nicht gestrichen. In der Küche fehlen hier und da noch Blenden. Das sind immer so solche Sachen, wo es dann oftmals so ist, dass die noch mal liegen bleiben und die noch gemacht werden müssen. Aber ich habe echt gesagt, so wenn ich jetzt darauf warte, bis diese Sachen fertig sind, bis ihr eine Hometour bekommt, dann kriegt ihr die wahrscheinlich nicht vor den nächsten 3, 4, 5 Jahren. Deswegen habe ich gesagt, egal, muss nicht alles fertig sein. Es ist eine realistische Haustour, so wie wir aktuell eben wohnen. Es werden noch Veränderungen sein, die werde ich euch aber erzählen. Und ja, fangen wir mal einfach an. Hallo, herzlich willkommen bei uns zu Hause. Kommt doch rein hier in unseren Flur. Hier kommt man bei uns rein. Hier ist so ein. Erstmal die kleine Miniflur, dann geht es einmal hier nach oben. Dort sind die zwei großen Kinderzimmer. Wir haben insgesamt 5 Zimmer mit um die 150 Quadratmeter Wohnfläche. Oben haben die Kinder ihre Zimmer. Unten ist Wohnzimmer, Küche, kleines Gäste-WC, großes Bad, Schlafzimmer und Mariams Zimmer. Wir starten gerade hier in diesem Flur, der auch ja nicht gestrichen ist richtig. Das muss, also ich hatte ja schon gesagt, es ne, sind immer noch Sachen, die gemacht werden müssen. Aber ja, so wird uns wenigstens nicht langweilig und wir haben immer irgendwas zu tun. Fangen wir an mit dem Gäste-WC. Ich blende euch ja immer so ein Vorherbild auch ein, wie es vorher aussah, ne, und was wir jetzt so gemacht haben. Jetzt wird es ein bisschen laut. Die Lüftung hier ist ein bisschen nervig, aber wollen wir die mal ignorieren. Wenn ihr euch das Vorherbild mal anguckt, dann sieht man, wir haben jetzt nicht so viel gemacht. Ich hatte ja schon erwähnt, weil es nicht unser Eigenheim ist. Wir wollten es uns schön machen und dass es sauber ist, aber halt eben nicht so die Kosten sprengen. Und trotzdem ist es halt immer teuer, aber eben nicht so teuer, wie wenn ich jetzt alles komplett von oben bis unten sanieren würde. Das Einzige, was wir hier gemacht haben, ihr seht ja auch, die Fliesen habe ich so gelassen. Da sind zum Beispiel immer noch die alten Bohrlöcher nicht zu. Aber ja, die Fliesen habe ich so gelassen, weil das wäre mir jetzt zu aufwendig,
Mir hatten zwar viele über Instagram gesagt, dass man die hätte irgendwie anstreichen können oder so, aber die Fliesen haben mich inspiriert, dieses Gäste-WC so ein bisschen retro-mäßig zu machen. Deswegen habe ich einfach eine Fliese hatte ich noch im Keller auch übrig, mitgenommen und habe die Wandfarbe dementsprechend mir anmischen lassen, damit das halt nicht so, ja, halt da diese rosa Fliesen und dann der Rest der Wände eine andere Farbe. Deswegen habe ich es ein bisschen angepasst. Vorher war hier nur PVC-Boden drin, der super hässlich ist. Und da haben wir einfach Vinyl gemacht. Ist auch eine schnelle Variante. Sieht schöner aus wie PVC, aber einfacher und schneller zu verlegen wie jetzt Fliesen. Und genau, und dann haben wir nur die Toilette da ersetzt. Denn ja, das Haus ist schon ein bisschen älter und... ja, so bei solchen Sachen bin ich dann, also ist auch nicht so teuer, so ein neues WC zu kaufen, ne, weil, ja, nach, weiß ich, 30 Jahren so ein WC, nee, muss nicht sein, kann man kaufen, einmal auch gemacht und das habe ich auch eben so retromäßig gemacht und so, wie gesagt, Farbe und sowas alles so gemacht. Ja, also wir haben insgesamt 3 Bäder und das ist wirklich, wirklich wichtig, bei 10 Personen, 8 Kindern, dass hier 3 Toiletten sind. Weil sonst muss jeder warten. So, und jetzt gehen wir mal rüber auf die Seite vom Flur. So, hier geht jetzt der Flur weiter. Hier haben wir einmal unseren Garderobenschrank. Den haben wir auch aus unserer alten Wohnung mitgenommen. Der hatte sogar noch einen Schrank mehr war das gewesen. Der hat hier jetzt nicht gepasst. Das hat jetzt aber trotzdem witzigerweise genau bis hier zur Tür von der Küche genau gepasst und da sind wir froh, dass wir hier nichts nochmal neu kaufen mussten und da sind so halt ja, Jacken und Schuhe, die man halt eben schnell benötigt. Ansonsten haben wir noch so ein paar von diesen Ikea-Schuhregalen, weil 10 Personen, viele Schuhe. Ja, und dann haben wir hier noch unsere Tafel, unsere Infotafel, wo wir so wichtige Sachen reinschreiben oder so Notizen ranmachen. Da ist jetzt nicht so ein bisschen versteckt, müsst ihr nicht alles wissen. Auch wenn es nicht so optisch so wunderschön ist, aber brauchen sie. So, dann haben wir hier, das gehört den Katzen. Die haben nämlich hier schon die ganze Ecke, die ganze Tapete abgerissen. Man sieht es noch hier unten ein bisschen. Ups. Früher wäre ich ausgerastet, da hätten mich solche Sachen echt gestört, aber ja, ist so. Wenn man Kinder hat, Katzen hat, dann wird die Bude demoliert. Egal, müssen wir mal wieder streichen. Aber ja, deswegen haben wir den hier komplett, weil das eben schon zerkratzt war, haben wir automatisch optisch zugemacht. Und zweitens haben die Katzen hier, also die lieben das, die klettern auch bis ganz nach oben. Sieht man auch, da geht's weiter mit den Kratzern. Aber sie können hier eben schön kratzen und somit kratzen sie nicht an den Möbeln. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass wir das so gemacht haben. So, dann gehen wir mal am besten direkt ins Wohnzimmer rein. So, nicht auf die Türen achten, da komme ich jetzt, erzähl's euch gleich. Kommt man erstmal ins Wohnzimmer. Hier ist jetzt der Wohnbereich mit der Luna auf dem Sessel. Also, das ist unsere schöne große Couch. Ich bin super, super zufrieden mit der Couch. Wir haben extra, bei Ikea kann man ja sich diese Stoffproben mitnehmen. Und wir haben extra mehrere Stoffproben mitgenommen und die Katzen dran kratzen lassen. Wie resistent die eben gegen Katzenkrallen sind. Ich meine, wir haben das Glück, unsere beiden süßen Mäuse neigen nicht dazu, an den Möbeln zu kratzen. Aber dennoch ist das so, wenn die halt draufgehen oder die haben drauf geschlafen und dann wachen die auf, dann tun sie gern ihre Krallen in die Couch rein, ne? Dann machen die hier diesen Buckel und so. Naja, auf jeden Fall haben wir getestet, dass es resistent ist. Am besten als Empfehlung ist, habe ich gemerkt, Samt und eben dieser Stoff, der ist ja auch so fast wie Samt. Also es fühlt sich so an, also es muss halt dieses dünn gewebte sein. Also alles, was so gröber ist, da bleiben sie einfach sehr schnell mit der Kralle oder mit dem Nagel hängen. Und ziehen dann eben Fäden und dann sieht die Couch nicht mehr gut aus. Ja, auch die Farbe war diesmal gewagt. Eigentlich war ich ja in der alten Wohnung so super neutral. Alles in Cremetönen, meine Couch in Creme und so weiter.
Aber ja, mir war immer wichtig bei Couch, bei so vielen Kindern, dass die Bezüge waschbar sind. Ich hatte vorher die Ecktop, ich war auch damit sehr, sehr zufrieden. Aber die war halt cremefarben und da war ich nonstop am Waschen und irgendwie hatte ich jetzt keine Lust, wirklich so jeden Monat irgendwie die Bezüge zu waschen. Und ich wollte dann doch irgendwie mal ein bisschen mehr Farbe reinbringen und deswegen habe ich mich für diese Farbe entschieden und bereue es auch bis jetzt noch nicht. Ansonsten, vieles, was ihr hier seht, eigentlich, ich bin so, ich weiß nicht, wie nennt man sowas, ich bin so der Ikea-Typ. Ne, es gibt ja so immer so ein Dings, was man hat und ich bin irgendwie, ich weiß nicht, schon immer so voll der Ikea-Typ gewesen. Also ich mag einfach die Möbel von Ikea. Genau, und alles andere, was auch so Deko ist oder zum Beispiel all meine Teppiche, sind alle die, die mein Mann mitgebracht hat, sind meistens Perserteppiche, Seidenteppiche, die aus beruflichen Gründen bringt er mir die immer mit und da freue ich mich. Auch viel Deko, Geschirr, so alles so diese Omi-Sachen. Ich liebe sowas total und ich freue mich und ich finde, das ist so, das hat nochmal so, wie soll ich sagen, so mehr Herz so in der Wohnung. Also ich weiß nicht, also ich finde, ich liebe das. Ich liebe diesen Teppich. Ich habe den, wir haben den auch schon, oh Gott, Moment, bestimmt schon 8 Jahre. Also Couch haben wir hier eben neu gekauft gehabt. Ansonsten habe ich die restlichen Möbel, meinen Bücherschrank und den TV-Schrank, der eigentlich gar kein TV-Schrank ist. Also ich glaube, es ist eher so ein Buffet-Schrank oder sowas. Ne? Das ist von der alten Wohnung, habe ich mitgenommen. Hat auch am Umzug ein bisschen gelitten, aber ist egal. Ich mag das trotzdem. Und ich bin schon so ein bisschen raus aus diesen weißen Möbeln und mag jetzt so ein bisschen mehr so das, so wie der Schreibtisch, den habe ich neu gekauft. Den habe ich jetzt auch gerade mal ein paar Monate, den habe ich vom Müllmax gekauft, das ist echtes Akazienholz und den finde ich halt super, super schön und jetzt finde ich mehr so diese Holzfarben. Vor allem, ich denke immer sehr praktisch, also immer so, was so Putzen angeht, wirklich, denke ich immer praktisch und ja, bei Weiß ist so, man sieht da sehr, sehr schnell den Staub, auch bei sehr dunklen Möbeln, aber bei so naturholzfarbenen Möbeln habe ich gemerkt, da ist es nicht so nervig. Von daher ja, finde ich jetzt diesen Stil so ein bisschen schön. Auch der Schreibtischstuhl und der Schreibtisch, beides ist von Müllmax. Ja, aber ich mag trotzdem, ich mag halt meinen Bücherschrank sehr, sehr gerne. Deswegen will ich das noch nicht wechseln. Aber ich gucke vielleicht bestimmt mal in Zukunft, dass ich da vielleicht auch dann die Sachen wechsle. Aber mich stört das eigentlich gar nicht, dass das dieses Kombination, da ist es halt eben weißes Möbel und da Holz, stört mich gar nicht. Ja, und dann sind halt eben solche Sachen, so wie der Globus, solche Bilder, das sind halt eben diese Sachen, die sind halt einfach so alt. Also ich mag halt Dinge, die wirklich alt sind und nicht nur auf alt gemacht. Ja, hier haben wir auch noch unseren Katzenkratzbaum, der selbst kreiert, konstruiert von meinem Mann. Der hat das aus einem anderen Kratzbaum, zwei Bäumen, zusammengebaut und so rangemacht, aber irgendwie... Katzen interessieren sich gar nicht so dafür, ne? Die haben so ihre Lieblingsplätze hier, auf jeden Fall so Wohnzimmer. Medium, ihr Zimmer ist so Lieblingsplatz, ne? Jetzt gehen sie auch gerne mehr nach oben, auch zu den Kindern. Aber, naja, da kratzen sie zwar da unten ein bisschen, aber sonst interessiert es sie nicht. Wenn ihr das Vorherbild seht, seht ihr das vom ganzen Raum. Wir haben hier, das ist ja so ganze Raum. Jetzt gehen wir rüber zum Essbereich. Das ist jetzt der Essbereich. Mai, du brauchst dich nicht verstecken. Kannst ruhig aufstehen. Es macht nichts, wenn du im Bild bist. Du störst nicht. Keine Sorge. Er musste zu Hause bleiben, weil er ein bisschen Schnupfen hat. Und das ist jetzt in der Zeit. In dieser Zeit darf man kein Kind mit Schnupfen in die Schule schicken. Und wer freut sich? Wer freut sich? Ich. Und dann haben wir hier eben unseren schönen, endlich großen Esstisch. Es war voll schwer, einen großen Esstisch zu finden. Eigentlich mittlerweile denke ich so, ich hätte ruhig noch größer nehmen können. Also war immer, so in der alten Wohnung hat man echt Platzmangel, überhaupt einen großen Tisch hinzustellen. Und jetzt haben wir den Platz und ja, eigentlich hätte ich sogar noch einen größeren kaufen können. Aber es ist genau richtig für uns. Ich habe den aus so einem Restpostenladen in Berlin, der ist aber ursprünglich von West Wing oder wie das heißt. Und die Stühle habe ich von Müllmax. Sitzbank ist von Home24 Outlet. Genau, wir haben so einen Outlet-Laden in Berlin, da habe ich die günstig erwischt. Genau, und hier haben wir unseren Fake-Kamin. Warte, ich mache den mal an, damit ihr den Effekt auch seht. Der war lange nicht mehr an, ne? Hier.
Hier haben wir unseren Möchtegern-Kamin. Oh Gott, wie lange haben wir den schon? Den haben wir mega lange, ne? Da hat das mein Mann für 10 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Und ich fand das so schön. Ich meinte so, und was mache ich jetzt damit? Und habe dann online gesucht und habe bei eBay diese Kaminumrandung gefunden. Und die dann eben dazu gemacht. Und ja, seitdem haben wir das. Und ich finde den einfach irgendwie total schön. Der ist retro, der hat halt eben diese Glühbirne da drinne, die sich dreht. Und so viele Fragen haben mich jahrelang immer danach gefragt, aber ich finde sowas gar nicht mehr. Also ich weiß doch gar nicht, wo man sowas bekommt. Das ist einfach eine Glühbirne, die sich hinten dreht und dieses Feuereffekt macht. Aber ich finde es halt eine schöne Deko. Und dann, das ist auch, das seht ihr ganz oft, nach diesem Bild werde ich so oft gefragt. Das habt ihr wahrscheinlich schon in sehr, sehr vielen Videos immer im Hintergrund gesehen. Das ist eine Nachbildung der goldenen Tür der Kabe in Mecke. Ja, eigentlich so etwas gibt es in oft, also hier in Berlin zumindest, in sehr vielen arabischen so Deko-Geschäften. Da sieht es aber meistens ein bisschen anders aus. Und zwar ist da meistens eine Glasscheibe davor und es hat einen komplett anderen Rahmen. Bei uns war das so, dass das auch, oh Gott, das hatten wir schon in der ersten Warte, das ist so alt wie du, Miriam, dann. Ungefähr 15 Jahre. 15 Jahre haben wir das schon, ja, wow. Seit unserer ersten Wohnung haben wir das schon, ja. Genau, und da war es so, dass mein Mann das bei einem Freund in seinem Laden gesehen hatte, da war das nämlich kaputt gegangen. Also diese Scheibe und der Rahmen, der eigentlich dazugehört, war kaputt und es war nur noch dieses Blech übrig. Und mein Mann hat es dann genommen von ihm und hat es dann rahmen lassen. Also er hat einfach nur einen Rahmen anpassen lassen, so farblich und so weiter, ohne Scheibe. Ja, und seitdem haben wir das eigentlich immer zu Hause gehabt und ich finde es bis heute, also wie gesagt, 16 Jahre schon haben wir das Bild und ich finde es bis heute sehr, sehr schön und dekorativ. Ein paar Pflänzchen. Ich habe ja nicht so den grünen Daumen, aber mit so Palmen und so komme ich klar. Hier draußen sieht man so ein bisschen unsere Terrasse, die auch noch immer noch so ein bisschen Baustelle ist. Also da sind wir auch noch nicht ganz fertig. Vor allem suche ich jetzt günstige Lounge, so Lounge-Möbel, also so eine Lounge-Sitzecke, die auch schön groß ist, wo wir auch alle so mit drauf passen. Ja, und vielleicht fällt euch auf, ich habe hier keine Gardinen. Das ist ja auch ein bisschen anders. Da fragen auch viele, warum hast du keine Gardinen? Also erstens muss ich sagen, ist voll schwer, weil hier ist dieser Kasten für diese Außenrollos. Und wenn ich da eine Gardinenstange mache und so, dann ragt es alles so weit vor, beziehungsweise auch wegen der Heizung hier. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich hier in dieses Haus gekommen bin, hat mich direkt dieser Ausblick, dass ich Bäume, also dass ich diese grünen Tannen sehe, so gefallen. Weil normalerweise, ich war von der alten Wohnung gewohnt, egal aus welchem Fenster ich geguckt habe, ich habe direkt nächsten Wohnblock gesehen. Und das fand ich halt nicht so schön. Und hier hat mir das so gefallen, dass ich eben, ja, Grünes sehe und mir gefällt das, wenn ich halt auf der Couch sitze und sehe, wie die Bäume schwanken. Das irgendwie hat was Beruhigendes. Deswegen ja, mag ich meinen Ausblick und ja, eventuell hätte ich Lust hier so Holzrollos oder so Holzjalousien, aber es ist ein bisschen teuer, ne? Das ist ja mal alles Anschaffung, alles Geld. Muss nicht sein. Ich finde es gut, so wie es ist. Jetzt gehen wir mal rüber Richtung Küche. Wenn man sich hier auch mal so das Feuerbild anguckt, Katastrophe. So, und das ist von der Küchenseite. Ne? Also es ist halt komplett so Schrank, den man von beiden Seiten nutzen kann. Eigentlich ganz praktisch, aber hässlich. Guck mal die Küche. So hässlich. Ich weiß nicht, wie ich die machen soll. Ich bin ja sehr viel in der Küche. Ja, also sehr viel, sehr lange. Und ich hasse das, alleine in der Küche zu sein. Also wenn ihr euch das Vorherbild anguckt, da ist auch nochmal so ein kurzes Video. Da war ja wirklich so eine Wand, also komplett, das war eigentlich ein Raum für sich, die Küche, mit einer Durchreiche. Und das war dann auch wirklich hier der Essbereich mit dieser so Durchreiche. Und dann dachte ich so, nee, das geht nicht. Ich kann nicht so alleine in der Küche hocken. Also wenn ich schon in der Küche bin, dann will ich auch was mitkriegen, ne? Wenn Leute hier im Esszimmer sind oder im Wohnzimmer, dann will ich halt mitkriegen, was los ist. Und mit beim Geschehen sein und so weiter und nicht so eingesperrt in einem kleinen Raum. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen wollte ich es unbedingt offen haben, vor allem eben zum Essbereich, nicht so eine olle Durchreiche. Deswegen haben wir einfach das aufgemacht. Das war ja
eh keine Wand, sondern es war ja wirklich mit Schränken einfach zugemacht, ne? Ja, und auch hier habe ich meine Küche mitgenommen. Ich habe meine Küche in der alten Wohnung, da mussten wir eine Küche kaufen, da war keine drin. Ne? Damals waren die ein bisschen günstiger, wie sie heute sind bei Ikea. Da musste alles ruckzuck gehen, da hatte ich keine Zeit, irgendwas vom Küchenstudio mir zu holen und bestellen und warten und so weiter. Deswegen auch da gar nicht lange überlegt gehabt. Da waren ja die 6 Dinge im Krankenhaus, die mussten schnell umziehen. War alles sehr, sehr hektisch. Aber ja, ich mag halt eben diesen Landhausstil. Das war auch Glück, ne, dass genau unsere Küche so die Form hatte, dass das so reingepasst hat. Das Einzige, was ich verändert habe, ist, dass ich eine neue Arbeitsplatte mir geholt habe. Und Waschbecken, dann hatten wir auch von dem alten Ceran auf Induktion gewechselt. Die 2 Schränke neu geholt, weil ich habe jetzt einen großen Kühlschrank drin. Vorher hatte ich halt einen kleinen Kühlschrank und Gefrierschrank. Jetzt haben wir unten im Keller, es habe ich einen Vorratsraum, dort ist der Gefrierschrank drin. Genau, deswegen die 2 haben wir neu gekauft. Und das größte Problem war das, dass ich ja meine erste Küche vor 12 Jahren gekauft habe. Und sich dann eben, als ich vor den 2,5 Jahren dann da war und wollte ja ein paar Sachen so verändern, haben sie mir bei Ikea gesagt, dass sich komplett die Maße und alles bei Ikea, bei den Küchen geändert hat, so dass ich keine Chance habe, dass mir irgendwas, also ich hätte jetzt keinen Schrank jetzt noch hier dazwischen irgendwas machen können, hier irgendwas noch ändern können, weil sich komplett die ganzen Maße geändert haben. Und das sieht man vielleicht so unten, hier kann man es erkennen, dass es eben, ja, konnte ich nichts ändern, dass da eben höher ist und da niedriger. Und auch da eben die Leisten, die aktuell es zu kaufen gibt, passen nicht da. Und unsere sind zu groß, die müssen noch geschnitten werden. Da muss ich auf meinen Mann warten. Der hat ja momentan eine gute Ausrede, weil er so viel im Garten beschäftigt ist. Aber im Winter werde ich ihm Druck machen, dass er diese Leisten unten endlich zuschneidet. Auch da an der Seite fehlt noch eine Leiste. Und ja, und diesen Tresen, den haben wir auch neu gekauft. Vor allem auch stauraumtechnisch auch sehr wichtig gewesen. Stauraum habe ich gebraucht. Dann eben sehr, sehr schön, dass ich hier halt hier so richtig so mit Teig irgendwie so schön, also richtig so eine große Arbeitsplatte habe. Und auch die Kinder sitzen hier gerne und helfen mit beim Schnippeln. Also das war sehr gut und das war mir halt auch nochmal wichtig, weil die hatten wir erstmal nicht. Das sah dann so alles so in einem aus. So hat es jetzt nochmal, finde ich, diesen Abschluss gegeben, dass halt wirklich, ne, hier ist halt, bis hier ist die Küche und da ist der Essbereich, da ist der Wohnbereich. Vorher war das halt so zu sehr offen. So, das hat jetzt nochmal so einen Cut gegeben. Ja, und ansonsten habt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr alle meine YouTube-Videos guckt, gesehen in dem Vlog vor ein paar Wochen, dass ich hier nochmal ein paar Deko-Sachen gemacht habe und so weiter. Also es ist immer wieder irgendwas noch zu tun. Aber ja, das macht ja eben Spaß, weil es so kleine Veränderungen wieder sind. Wenn ihr mich fragt, wegen Spülbecken zum Beispiel, falls ihr jetzt gerade so ja neu umzieht oder neu geheiratet habt und eure Wohnung, Haus, was auch immer einrichtet, kann ich euch von mir eine Empfehlung geben. Ich habe in meiner allerersten Wohnung eine Edelstahlspüle gehabt. Danach hatte ich in der zweiten, wo wir die Küche hier gekauft hatten, hatte ich dieses weiße Keramikspülbecken. Und dann, als wir hierher gezogen sind, habe ich mich fürs schwarze Spülbecken entschieden. Und wenn ihr mich fragt, ich kann das schwarze empfehlen. Also bei dem Edelstahl ist klar, diese Kalkflecken immer, man muss das immer trocken rubbeln wie so eine Irre, es hat genervt. Bei dem weißen war wiederum das Problem, nicht nur, dass es sehr schnell sich eingefärbt hat und man es wirklich, also auf jeden zweiten Tag so mit Chlorix und so reinigen musste, das war schon sehr nervig. Wenn man so Tee reingegossen hat und so weiter, das hat sich sehr schnell eingefärbt. Ja, auch weil das Keramik war, wenn man Töpfe und so Pfannen drin gewaschen hat, hat das immer solche, wie so Kratzer hinterlassen. Das hat mich auch immer sehr geärgert. Oh ja, und jetzt habe ich seit 2 Jahren das Schwarze und ich finde es mega. Also man sieht halt eben keine Flecken und auch, ich meine, ich lasse es halt nie so pitschnass. Und reinige das halt immer alle paar Tage mit etwas Gemisch mit Essigessenz und Wasser. Von daher habe ich halt auch kein Kalkproblem. Also ich bin jetzt sehr, sehr zufrieden mit der schwarzen Spüle. Dann gehen wir mal weiter vom Wohnzimmer wieder weiter in den Flur. Könnt ihr vielleicht gleich erkennen, was ich meinte? Fragt mich nicht wegen den Türen. So, das sind die Originaltüren, die hier im Haus waren. Wunderschöne, kotzbraune Türen. Und wenn ihr euch ja das wenn ihr euch diese Feuerfotos anguckt, als wir ja so angekommen sind und ich so dieses Erschlagen von diese Bräunlichkeiten, ja, so von diese dunkle Böden.
dunkle Wände, ne? Ihr seht ja, wie es vorher war. Wir haben die Tapete gelassen, also es ist eine sehr gute qualitative Tapete, ja. Aber farblich, so dieses Dunkle und dann noch dunkler Boden, dunkle Türen, das hat mich so erschlagen. Und ich wollte hell, 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 alles hell. Ja, dann weiß ich noch bei Instagram, wir hatten angefangen, dann oben die ersten Türen zu streichen. Und dann haben mir welche geschrieben, ja, was machst du dir denn so viel Mühe? So eine neue Tür kriegst du beim Bauhaus für 20 Euro. Haben wir gesagt, okay, super, cool, haben wir weiße Türen gekauft. Das ist, die passen gar nicht. Und es gibt nicht mal diese Maße von diesen Türzargen, die hier in diesem Haus sind. Solche Türen gibt es gar nicht zu kaufen. Ich weiß nicht, was das für Maße hier sind. Auf jeden Fall, ja, passen die nicht und die gehen eben nicht zu. Und das ist jetzt hier, geht's runter zum Keller und da haben wir die Badezimmertür und das, die muss man zumachen. Also Badezimmertür muss zu sein, Kellertür muss auch zu sein, weil die Katzen sonst immer da runter abgehauen sind. Und ja, deswegen sind hier wieder die braun dran, ne, Teil und die anderen weiß. Und ich habe es bereut, jetzt habe ich gesagt, hätte ich die doch gleich alle braun gelassen. Weil ja, wenn man dann den Rest alles hell macht, dann sieht es auch gar nicht mehr so schlimm aus. Aber ja, wir müssen uns noch um die Türen kümmern. Weiß ich nicht, ob wir die dann noch streichen oder, ja, keine Ahnung. Hier haben wir einen Spiegel. Auch den Spiegel hat mein Mann gebracht. Auch diesen Teppich hat mein Mann gebracht. Schöner Seidenteppich. Schön gewaschen und gut ist. Lampe ist sogar die, die hier drin war. Ich habe hier keine... Ich habe bis heute keine Lampe gefunden, die nicht zu sehr absteht. Ich habe ja im Wohnzimmer, habt ihr ja bestimmt gesehen, diese von Ikea, die sehen ja sehr, sehr schön aus. Und die habe ich auch erstmal hier ran gemacht, aber die steht zu weit vorne. Und jeder, der hier langläuft, knallt immer gegen diese Lampe. Aber ich finde sie gar nicht so schlimm. So, dann kommen wir hier einmal in das große Bad. Mit einer super schön großen Dusche. Was mich gefreut hat, das war der einzige Raum im ganzen Haus, der von den Vorbesitzern modernisiert wurde. Genau, das ist der einzige Raum, den sie modernisiert haben. Und zwar, indem sie dieses Bad so modern gemacht haben mit eben dieser großen Dusche und den Fliesen. Ich mag zwar diese Fliesen auf dem Boden gar nicht. Die sind super kalt, die fühlen sich an wie Beton. Und ich... überlege, hätte ich lieber hier auch dieses Vinylboden gemacht. Vielleicht mache ich es auch noch, bin mir nicht sicher. Momentan so mit dem langen Teppich geht es ganz gut, weil ich finde es so super, super kalt und hier ist ja keine Bodenheizung oder so. Und auch so von der Fliese her ist die nicht so schön. Also ist nicht so pflegeleicht und wie der Dreck bleibt so haften. Ich mag den nicht. Da fragen auch immer ganz viele danach, die gibt es ja bei Ikea. Ist jetzt kein Badezimmerteppich, sondern so ein Teppich halt, ne? Aber ich benutze den hier fürs Bad. So, dieses genau das gleiche Modell gibt es, glaube ich, nicht. Aber die gibt es immer. Ich habe auch das jetzt nochmal in einem anderen Muster. Auch und ein bisschen dunklerem Grau. Die sind sehr gut, weil die packe ich in meine Waschmaschine. Deswegen habe ich mir schon ein zweites gekauft. Malik Musa, das war's bestimmt, du! Große Gesicht. Hier, fang! Genau, ansonsten ist hier das... Achso, ja, hier, diese zwei Schränke. Die habe ich hier gekauft. Da hatte ich auch das Glück, dass die bei Ikea sind, die Auslaufmodelle oder wie nennt man das, ne? Muss raus, ne? Musste verkauft werden und war dann günstig, diese Schränke. Und deswegen haben wir zwei davon geholt, weil es auch genau in diese Nische, hier ist ja so eine Nische, hat es genau hier reingepasst. Meine Waschmaschinen und Trockner habe ich ja alles im Keller, im Waschraum. Gott sei Dank habe ich alles nicht hier in den Bädern, das wäre kein Platz. Ne? Sonst hätte man wahrscheinlich die Nische hier benutzt, obwohl... Nee, da ist ja gar kein Wasseranschluss. Hätte gar nicht viel Platz. Ja, genau. Deswegen hier, Bad ist okay. Alle Duschen da drin. Dusche ist groß. Passt. Gehen wir weiter. Und zwar jetzt in unser Master Bedroom. Oder wie man das nennt. Ins Schlafzimmer.
Die, die mir auf Instagram folgen, die haben schon mitbekommen, ich habe gestern eine spontane Aktion gemacht, indem ich hier nochmal das Schlafzimmer voll umgeändert habe. Also was heißt voll? Also es war so, dass mir aufgefallen ist, dass bei den Amis, also ich guck mal so, ich folge so ein paar amerikanischen YouTuberinnen und dann ist mir aufgefallen, dass bei denen im Schlafzimmer, dass die immer einen Teppich unterm Bett haben. Also ich kannte das bis jetzt nicht. Ich habe auch die Umfrage auf Instagram gemacht und es waren auch wirklich 50%, die das auch nicht kannten. Ich dachte so, vielleicht bin ich die Einzige, ne? Ich bin ja nicht so immer up to date, ne? Ich bin beschäftigt mit 8 Kindern, kriege nicht immer alles mit und dachte so, hä, kenne ich das nicht? Ich kannte halt bei uns immer nur, ne, so Bettumrandung, weil wenn man jetzt so Laminat hat oder eben Boden, Fliesen oder was auch immer, dann ist es schon kalt, wenn man so aus dem Bett rausgeht und dann so auf kalten Boden tretet. Deswegen Teppich ist halt, gibt auch Wärmlichkeit, Gemütlichkeit und sieht auch schön aus. In dem Moment ist mir eingefallen, ich habe doch noch einen riesen Teppich im Keller, der mir fürs Wohnzimmer nämlich zu groß war. Und dann dachte ich so, na komm, ich probiere es mal aus und pack den mal unter das Bett und schau, wie es mir gefällt. Mir gefällt es richtig gut. Vor allem, dann haben mir auf Instagram ganz viele geschrieben, das hat ja auch einen Zweck, warum man den Teppich unters Bett macht, weil normalerweise der ganze Staub rutscht ja unters Bett und sammelt sich dort und das soll damit auch verhindert werden. Wusste ich gar nicht. Seht ihr? Ich habe was dazu gelernt. Klar, man muss unterm Bett Staub saugen, ne? Auch so, der Teppich staubt bestimmt ein, aber er verhindert, dass eben dieser ganze Staub da reinfällt. Ach so, und dann habt ihr bestimmt auch schon am Wohnzimmer gesehen, an den Vorher-Nachher-Bildern, also an den Vorher-Bildern, dass hier in den Räumen, also in den 3 Räumen, in dem Wohnzimmer, Schlafzimmer und in Mariams Zimmer hier unten überall dieser Parkettboden ist, was ja natürlich mega ist. Also Echtholzboden ist ja wirklich ganz, ganz toll. Leider war der im Wohnzimmer ganz, ganz furchtbar demoliert. Der war auch komplett da, wo das Fenster ist, ausgebleicht und so weiter. Und dann haben wir uns informiert und ja, Parkett zu schleifen und nochmal neu zu lasieren, wäre so teuer gewesen. Also viel, viel teurer, als einfach jetzt Laminat nochmal drauf zu packen. Und weil im Flur Teppich war, also auch nochmal ein anderer Boden, gesagt, naja gut, dann, ja. Ich mag auch eben dieses Durchgehende eigentlich von den Räumen. Deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, Laminat zu legen. Im Flur, Küche, Wohnzimmer, so dieses Einheitliche, wenn man durch die Räume läuft. Und hier haben wir dann gesagt, naja, haben wir auch gesagt, naja, eigentlich hätte man das jetzt auch machen können, weil es jetzt so kostenmäßig war, es jetzt nicht mehr so ein Unterschied, wenn man schon so viel Laminat gekauft hat. Aber weil es eben hier gut erhalten war in den 2 Räumen, haben wir es gelassen. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich es gelassen habe, weil auch wenn ich das immer in meinem Kopf diese fixierte Vorstellung hatte, so alle Räume, einheitlicher Boden, so, finde ich sie jetzt sehr gut. Also es muss nicht immer alles so dieses Einheitliche sein. Auch hier habe ich das nämlich gemerkt, weil das ist auch unser Schlafzimmer, haben wir auch von der alten Wohnung mitgenommen. Also ist jetzt auch mittlerweile um die 10 Jahre alt, genau. Und mein Bett will ich auch noch wechseln. Ist nicht so bequem. Also ich hätte gern schon dieses so Polster- oder Bockspringbett, sowas mäßiges. Weil ja, ich verdrücke mich halt gerne hier oder auch die Kinder. Ne, wenn die mal ihre Ruhe haben wollen, dann sitzen sie gerne hier und dann ist es so am Rücken. Nicht so bequem mit diesem Holz oder was das auch mal ist. Genau, das sind halt immer noch so Wünsche. Aber mein Kleiderschrank aus der alten Wohnung ist auch der. Aber überlegt mal, von meiner alten Wohnung war mein Kleiderschrank so groß. Der kam aus der alten Wohnung und den Korpus habe ich jetzt schon neu dazu gekauft. Und wie ihr seht, ich habe da hinten immer noch Platz. Und ich will mir hier noch einen holen. Aber das ist immer so, ne? Ihr wisst ja, sparen, sparen. Und dann kommt eine neue Anschaffung. Ich kann halt nicht immer alles so auf einmal neu kaufen. Da ist das Problem auch wieder bei IKEA. Sind ja die Birkeland-Schranktüren. Die gibt es nicht mehr. Beziehungsweise es gibt so ähnliche. Da hat sich aber das Modell geändert. Also die sehen ein bisschen anders aus. Und die sind ja auch mehr cremefarben. Und die neuen sind eher weiß. Und eben auch dieses Muster ist nicht mehr gleich. Das heißt, ich konnte die mir nicht dazu kaufen. Habe dann ganze Zeit bei Kleinanzeigen gesucht. Und da wurden die oft verkauft. Aber dann waren irgendwie die Grifflöcher anders gebohrt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, egal, ich brauche eh Spiegeltüren, finde ich. Und deswegen habe ich hier die Spiegeltüren gemacht. Ich weiß, bevor diese Kommentare kommen, warum machst du nicht die Spiegeltüren in der Mitte oder so? Ich bin noch nicht fertig. Hier wird ja noch ein Korpus kommen und dann werde ich dort die 2 Spiegeltüren hinmachen. Und da
dann nochmal zwei Spiegeltüren. Das heißt, die Türen nehme ich dann hier rüber. Hier werden dann zwei Spiegeltüren sein und da zwei Spiegeltüren. Also an den jeweiligen Enden, dann rechts und links. Ich denke, das sieht dann am schönsten aus. Vor allem nutze ich das auch ebenso. Ich mache das dann immer, Ich mag das immer nicht, wenn im Hintergrund das Bett dann ist. Und ja, hier auf Instagram bekommt man dann meistens meine Fashion Hauls und so weiter. Genau, und gestern habe ich die Aktion eben gemacht, einmal mit dem Teppich. Und dann die andere Sache, ich hatte vorher hier meinen Schminktisch stehen, weil ich halt immer gern das Tageslicht nutze, aber dann doch in letzter Zeit immer gemerkt habe, dass dann mich doch immer die Sonne geblendet hat und ich immer die Jalousie runtermachen musste. Deswegen habe ich dann doch rüber geswitcht, bevor wir dazu kommen. Nach dieser Kommode werde ich nämlich auch ganz, ganz oft gefragt. Die ist auch von Ikea, aber komischerweise gibt es die nicht mehr. War eigentlich relativ auch kurz da. Ich hatte die mir eigentlich mit dem Schminktisch zusammengekauft, ja. Und dann irgendwie den Schminktisch, gibt es den immer noch? Mhm. Sicher? Ja. Das gleiche Modell? Okay, weil den Schminktisch gibt es noch, aber diesen Schrank gibt es nicht mehr. Welches ist da mittlerweile da? Keine Ahnung. Genau, und deswegen hatte ich hier meinen Schminktisch stehen und da die Kommode und habe dann gestern spontan, weil ich wusste, ich werde irgendwann das wechseln, die Wand, und habe das jetzt eben hier rüber gebracht. Ja, und dann automatisch habe ich auch hier dann einen Spiegel gebraucht und finde das jetzt so, so mega. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich gestern die ganze Zeit so gefreut habe über diese kleine Veränderung. Deswegen sage ich auch, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man nicht irgendwie umzieht und dann sofort alles fertig hat und es picobello ist und irgendwie man hat dann nichts mehr zu tun, sondern ich finde es irgendwie einerseits, ja, auch wenn man sich manchmal ärgert, weil ach, das ist noch nicht fertig und dies ist noch nicht fertig und würde ich darauf warten, dann hättet ihr wahrscheinlich die Haustür erst in den, weiß ich nicht, kurz vorm Auszug bekommen. Deswegen, ja, es ist einerseits schön, dass man dann immer wieder doch nochmal irgendwas macht und dann hat man so dieses Gefühl, man hat was Neues oder man ist umgezogen, obwohl es gar nicht dann der Fall ist. Ja, finde ich es ganz schön. Und dann auch erstmal hatten wir uns für einen weißen Spiegel entschieden. Ich dachte so, ja, weißer Spiegel passt ja ganz gut dann zum weißen Schminktisch. Und dann, zum Glück gab es den nicht, den ich mir ausgesucht habe. Und dann haben wir eben geguckt und dann dachte ich so, irgendwie ist das doch nochmal so ein Kontrast, weil das ist das, das habe ich nämlich bei Instagram erzählt, dass ich früher immer so dieses hatte, alles so monoton. Also heller Boden, helle Möbel, alles so immer gleich so. Und dann hatte ich immer nur mit Deko, mit Teppich, Gardine, mit Kissen so da mit Farben gespielt. Aber sonst hatte ich immer alles gleich. Und jetzt ist trotzdem immer alles eine Geschmackssache. Ne? Jeder hat so einen anderen Geschmack. Ne? Manche mögen total modern und Hochglanz und Edelstahl und so weiter. Ich mag aber so dieses wärmliche, dieses wohnliche, so. Wisst ihr, was ich meine? Also mein Geschmack hat sich auch ein bisschen geändert. Ich mag trotzdem dieses Helle, aber trotzdem auch mehr wieder dieses Holz. Früher war so, kein Holz, alles weiß, weiß, weiß. Aber trotzdem immer dieses Landhausstil, das ist so mein Geschmack. Ein bisschen merke ich, mein Geschmack ändert sich und ich finde es gerade eben schön, diesen, ja, so in der Art Stilbruch, dass der Spiegel eigentlich, das ist, er hat schon sowas von den 70ern eher, so dieser Spiegel, ne? Aber ich finde, das macht das Ganze, lockert so ein bisschen eher auf, als wenn ich jetzt so einen klobigen weißen oder irgendwie so ein, ne? Also es wertet das Ganze irgendwie auf. Also ich persönlich finde es sehr, sehr schön, ne? Trotzdem immer Geschmackssache. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr denn so für einen Geschmack habt, ne? Seid ihr eher so der moderne Hochglanz, so Typ oder sagt ihr so, nee, Landhaus, wärmlich oder viel Holz oder hell, dunkel, Möbel, könnt ihr mir gerne schreiben. Das ist immer, ich bin da immer neugierig, so wie andere leben und wohnen. Aber ja, das ist so zurzeit mein Geschmack. Wer weiß, wie der in ein paar Jahren ist. Dann gehen wir mal weiter. Staubsauger steht natürlich immer irgendwo rum, weil ja, Staubsauger halt braucht man. So, dann sind wir jetzt hier in Maddie in ihrem Zimmer. Was nicht mehr lange ihr Zimmer sein wird, denn Maddiem zieht um. Nein, Maddiem zieht in keine WG. Nein, Maddiem heiratet auch nicht. Wir schmeißen sie einfach raus. Nein, Spaß. Maddiem zieht in den Keller. Nein, Spaß. Nein, Maddiem tauscht das Zimmer mit den Jungs oben. Ihr werdet ja gleich noch den Bereich oben sehen. Ja, ich habe es ja bestimmt schon in mehreren Vlogs erzählt, ne? Wir passen uns ja immer auch so der familiären Situation an. Wir sind eine 10-köpfige Familie und 5 Zimmer ist eigentlich viel, viel zu wenig. Aber wer vielleicht aus Berlin kommt, der weiß, wie schwer es ist, überhaupt was Großes zu finden. Dann noch bezahlbar.
Also ist super schwer. Also wie gesagt, die mir schon lange auf Instagram folgen, die haben das ganze Drama damals mitbekommen, wie schwer es für uns war, umzuziehen, und wir mussten umziehen und was zu finden. Es war wirklich schwer, vor allem Wohnung überhaupt. Also bei Wohnung, es gab nie eine größere Wohnung wie 4, 5 Zimmer. Also 5 Zimmer war schon das Höchste, und so war ja auch unsere alte Wohnung. Und immer wenn wir uns beworben haben, hieß es Zimmer pro Kopf Regelung. Zimmer pro Kopf Regelung. Das heißt, keiner wollte an uns eine 5- oder 6-Zimmer-Wohnung vermieten. Ich glaube, 6 Zimmer haben wir nicht mal gefunden. 5 Zimmer waren es meistens. Weil sie gesagt haben, wir sind zu viele Kinder. Ja, und dann war dieses Haus zur Miete hier einfach echt ein Zufall und ein Glückstreffer, muss ich sagen. Vor allem, dass wir auch mit dem Vermieter so ein Glück haben. Wir hatten auch uns noch beworben. Das war so eine Neubausiedlung in Rudow, war das, wo die komplett so auch so Einfamilienhäuser gebaut haben zum Vermieten, wo unsere damalige Nachbarin hingezogen ist. Und dann habe ich mich dort auch beworben. Und ey, die war ganz ehrlich zu mir am Telefon. Und als ich ihr gesagt habe, wir haben 8 Kinder, hat sie wirklich gemeint, also ich möchte ungern an sie vermieten, weil wir ja, ist bei uns alles Neubau und wir haben da Sorge, dass die Kinder dann ja alles demolieren. Das war die Antwort. Also ja, es ist super, super schwer. Da haben bestimmt viele von euch diese Erfahrung gemacht. Ich weiß ja über Instagram, wir kommunizieren da immer sehr viel miteinander, dass wirklich sehr, sehr viele Probleme haben, wenn sie viele Kinder haben, eine Wohnung zu bekommen. Also ist sehr, sehr schwer. Sagen wir immer, Alhamdulillah, dass wir überhaupt, ja, also Haus, Einfamilienhaus ist sowieso ein Traum, ne, weil man hat ja oft auch immer das Problem dann mit Nachbarn, wenn man viele Kinder hat, ne, dass die sich ja beschweren oder gestört fühlen vom Lärm und so weiter. Deswegen ist ein Einfamilienhaus immer ideal. Inshallah haben wir auch irgendwann unser Eigenheim, ja, momentan und auch damals ist es noch nicht möglich, aber ja, inshallah dann in der Zukunft. Deswegen, ja, jetzt hab ich wieder ausgeschweift, ist das große Problem eben, dass es nicht so viele Räume sind, ne? Und oben werdet ihr gleich sehen, da sind ja die 2 großen Kinderzimmer, einmal das Jungszimmer, einmal das Mädchenzimmer. Und jetzt, die 6 Jünglinge, die kommen jetzt langsam in dieses pubertäre Alter und die streiten sich oben super, super viel. Vor allem momentan, ich schon seit einer Weile habe ich gemerkt, die zicken und schreien rum, meckern, wenn die Mädchen dann einfach ins Jungszimmer kommen und umgekehrt, dann wird geschimpft und oh, was kommst du hier einfach rein und so weiter. Deswegen war die Überlegung, und Melian hatte das schon mal vorgeschlagen vor ein paar Monaten, ob sie nicht denn nach oben zu den Mädchen ziehen kann. Und dann habe ich die Jungs gefragt, ne, manchmal sagen, dann mal gefragt, wie wär's, habt ihr Lust hier nach unten zu ziehen? Und die waren damit einverstanden. Ja, weil dann dachten wir so, dann haben oben die Mädchen ihr Reich für sich, ihr Bad, ihr eigenes Bad, ohne dass die Jungs nerven. Und die haben ja noch dieses, wie so ein Wohnzimmer oben, das zeige ich euch ja gleich alles. Und dann sind die Jungs hier unten, dann ist oben halt einfach ein bisschen ruhiger, weil so haben wir eben alle 7 Kleinkinder oben, ist schon oft sehr viel Rambazamba und wir müssen halt auch immer versuchen, die Kinder eben so ein bisschen zu verteilen im Haus, dass man sagt, ne, komm du mal, hilf mir mal da am Esstisch was zu schnippeln, du kannst ja was im Wohnzimmer machen, ne, du geh mal vielleicht so deiner Schwester ins Zimmer und den anderen werfen wir noch in den Garten. Also es ist wirklich so, man muss so ein bisschen sich so überall im Haus verteilen, damit es ein bisschen, ja, ruhig ist, weil wenn sie alle aufeinander hocken, dann ist, ja, Streit ist so oder so, aber dann wird es halt extrem. Deswegen wird es noch eben einen Zimmerumzug geben, aber den werde ich dann bestimmt auch für euch mitfilmen und den könnt ihr dann wahrscheinlich in irgendeinem Vlog oder Extra-Video oder so, muss ich mal schauen. Könnt ihr mir gerne in den Kommentar schreiben, wie ihr das gerne haben wollt, aber da würde ich euch mitnehmen, da müssten wir oben auch nochmal neu streichen und so, und Manion wollte eh nochmal einen neuen Kleiderschrank, weil ihr Kleiderschrank ist ein bisschen sehr, sehr mickrig, auch den hat der Papa mitgebracht und der ist ihr zu klein, deswegen haben wir gesagt, gut, dann kaufen wir den jetzt nicht hier, sondern kaufen wir den so, dass wir den gleich eben oben aufbauen. Dementsprechend, ja, wir schauen mal jetzt, ne? Also ich denke schon, dass wir das so in den nächsten Wochen in Angriff nehmen, den Zimmerumzug. Ich denke, von der Größe ist jetzt, ja, oben sind halt Dachschrägen, deswegen täuscht das ein bisschen mit der Größe. Aber ich denke, das geht schon. Der arme Malik Musa ist der Einzige, der immer meckert und sagt, ich hätte gern sein eigenes Zimmer. Ne? Ja, der Arme. Aber der darf sich immer in mein Schlafzimmer verdrücken, ne? Deswegen, jetzt haben wir was Gemütliches holen, weil holen wir noch extra für dich noch so ein schönes, gemütliches Polsterbett. Ne? Ja, aber schlafen musst du in deinem Zimmer trotzdem noch. Ja, deswegen, das ist Mediums Reich. Das hat sie sich selber so
gestaltet. Das ist ihr Geschmack, ne? Das ist das, was ich meine. Das ist mir zum Beispiel persönlich zu weiß. Weiße Wände, weiße Möbel. Okay, Boden konntest du nicht machen, aber den hättest du ja auch am liebsten weiß gehabt. Jetzt freust du sie nickt, ja. Jetzt freust du dich, oben hast du ja dann hellen Boden. Ja, also sie mag den Boden zum Beispiel nicht. Bei ihr wäre am liebsten alles weiß, ne? Aber das ist halt ihr Geschmack, da kann sie ihr Zimmer selber gestalten, wie sie möchte. Dann gehen wir jetzt nach oben. Dann sind jetzt die Kinderzimmer dran. Wir gehen jetzt nach oben zu dem Kinderbereich, wo mein Zimmer und das Mädchenzimmer ist. Kommt mit nach oben. Hier haben wir den Flur, den wir auch so eine Art Mini-Wohnzimmer für die Kinder gemacht haben. Ne, mit der Couch, die auch mein Mann mitgebracht hat. Da wollen wir auf jeden Fall auch mal irgendwie eine andere kaufen, die dann ein bisschen größer ist, die eben ein längeres Stück hat. Ja, das Katzenklo ist hier, denn Katzenklo ist nicht meine Aufgabe, denn die Kinder wollten Katzen, deswegen ist das deren Aufgabe. Nicht meine, die müssen sich um die Tiere kümmern, den Essen geben und das Katzenklo sauber halten. Und immer ein Korb voll mit Wäsche, der darauf wartet, zusammengelegt zu werden. Ich habe jetzt das nicht weggepackt, denn in diesem Bereich oben, kannst gerne zu mir kommen, weil das ist ja hier euer Bereich, ne? Die anderen Kinder sind noch mit Papa auf dem Spielplatz. Genau, also das ist der Bereich der Kinder, deswegen ist das komplett, ne? Ihr seid dafür verantwortlich. Nicht ich. Das Einzige, was ich mache, ist das Bad, dass ich das putze und ab und zu eben Frühjahrsputz mit Fenster und Gardinen und so weiter. Das kriegen die Kinder nicht hin. Ansonsten oder auch mal Schrank mal einmal, ne, hatten wir ja ein Video gemacht, wo wir den Schrank komplett mal ausgemistet haben. Ansonsten machen die Kinder hier alles alleine. Sie saugen ihr Zimmer, die wischen hier Staub, legen ihre Wäsche selber zusammen, packen sie auch selber in den Schrank. Also ich finde es generell immer sehr wichtig, dass Kinder das selber alles lernen, ne? Dass sie müssen das können. Genauso egal, junge Mädchen gibt es nicht. Jeder kümmert sich um seinen Bereich. Die Jungs kümmern sich um ihr Jungszimmer und die Mädchen um ihr Mädchenzimmer. Und Mike ist aber auch so nett und hat ein bisschen das Bücherregal aufgeräumt. Es waren voll viele Bücher. Ja, ist ein bisschen durcheinander. Das ist normal, die benutzen das. Da bin ich auch nicht so pingelig, wenn es dann mal unordentlich ist. Und ja, wie gesagt, der Kopfwäsche, da können die Kinder das später noch machen. Ich fand sofort hier die Fliesen mega, mega schön. Also mir haben direkt die Fliesen so, so gefallen. Vor allem auch hier, obwohl es ein bisschen alt ist, war es sehr, sehr sauber. Also die haben es anscheinend hier gar nicht benutzt. Das Bad, so kam es mir vor. Sehr, sehr schöne Fliesen. War halt auch hier wieder so ein PVC-Boden, der eben nicht schön aussah. Deswegen haben wir auch hier eben nur das Vinyl verlegt. Und die Toilette auch hier gewechselt, weil auch die war sehr alt. Und das Waschbecken hatten wir aus der alten Wohnung mitgenommen. Also das war früher unten in unserem Badezimmer. Und ja, dann habe ich nur diese Scheibe hier gemacht, ne, damit es halt eben nicht alles spritzt und hier das Wasser irgendwie dazwischen langläuft oder so. Und ansonsten haben wir hier eigentlich nichts gemacht. Und ich finde, das ist sehr, sehr so passend zu den Kindern eben mit dieser fröhlichen Farbe, ne? Ich mag dieses Bad hier sehr, gefällt mir sehr, sehr gut. Na dann, zeigt mal euer Jungszimmer. Hier ist das Bett von Ahmed und hier ist unten das Bett von Adam. Das ist ein Aufziehbett. Mhm. Hier ist noch ein Schrank. Schaut euch bitte dieses Vorherbild an. Ich habe es mir nochmal angeguckt, als ich hier reingekommen bin. Das war ein Schlafzimmer. Ich habe fast die Krätze gekriegt. Meine, was ist das für eine Tapete? Wie kann sich jemand so eine Tapete aussuchen? Und dann eben ein dunkler Teppich und dunkle Holzmöbel. Und dann in Kombination mit der Tapete Katastrophe. Aber auch hier haben wir die Tapete nicht abgemacht, sondern rübergestrichen. Und das war sehr, sehr schwer, da auf diese Tapete drüber zu streichen. Das war ein kompletter Fehler. Dadurch sind die Wände sehr, sehr schnell dreckig geworden. Deswegen müssen wir dann nochmal streichen, wenn man eben hier einzieht.
Willst du wieder alles weiß? Echt? Mach mal lieber ein bisschen Creme oder so. Oh, aber das Weiß nervt. No. Oh Gott, ey, da alles weiß streichen. Naja, auf jeden Fall im Nachhinein aber, als wir ja den hellen Boden gemacht haben, die hellen Möbeln, wenn ich mir das jetzt vorstelle, würde jetzt eigentlich die Tapete voll fancy aussehen. So in Kombination mit dem hellen Boden und den hellen Möbeln, sag nicht. Doch, ich zeig dir noch das Vorher. Wenn du dir das Vorherbild anguckst, diese grüne Palmtapete, ja, aber in Kombination mit dem hellen Boden jetzt und den hellen Möbeln, das hätte voll nice ausgesehen. Also ich bereue es, dass ich das gestrichen habe. Glaubt mir. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von der Tapete hält. Das würde mich super interessieren. Wie findet ihr die Tapete? Also wie gesagt, in Kombi mit dunklem Boden, dunklen Möbeln, katastrophal. Also es war streichen. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, echt mit hellen Boden, hellen Möbeln hätte die eigentlich total fancy ausgesehen. Wir hatten vorher in der alten Wohnung, da hatten wir auch eben Platzmangel. Da hatten die Kinder Hochbetten, was hier jetzt wegen den Dachschrägen nicht machbar war. Und das ist so deren Bereich. Hier ist deren Kleiderschrank. Und ja, hier schläft Malik Musa eben. Er hat sein Bett, was nicht zum Ausziehen ist. Und das andere Bett ist eben zum Ausziehen für Adem und Ahmed. Und das ist deren Riesenschreibtisch, den auch mein Mann mitgebracht hat. Also sein Job hilft uns sehr beim Sparen. Denn da hatten die, was hatten die da ausgeräumt? Büros auf jeden Fall. Dann können wir jetzt rüber zu den Mädchen. Das Reich der Girls. Weil sie auch zu viert sind, ist es natürlich auch größer. Ja, wenn ihr euch das Vorherbild anguckt, da sieht man, wir haben die, also dieser Einbauschrank, den ihr hinter mir seht, der war schon drin, was natürlich sehr praktisch ist bei so einer Dachschräge. Den haben wir auch nur weiß nochmal lackiert, was auch eigentlich unnötig war, so viel Arbeit, weil durch dieses Abbauen der Türen ist alles irgendwie schief gegangen und jetzt kriegen wir die Türen nicht so richtig zu. Da muss auch mal ein Profi vielleicht mal sich das Ganze angucken. Ansonsten, ja, wir haben halt auch die Decke gestrichen, weil das halt nicht so schön aussah. Es war halt wieder dieses alles dunkel. Hier waren dunkle Teppiche, dunkle Wände, dunkles Holz. Das war so alles drückend und da war ich so, oh, streichen. Ich hatte die Kinder gefragt, was für Farben sie sich vorstellen. Und klar, Mädchen wollten rosa, also haben wir hier eben auch rosane Akzente. Und auch hier haben die Mädchen eben zweimal das gleiche Bett, was man hier eben hier ausziehen tut mit Matratze. Und hier unten eben die Bettwäsche und, oh, da ist ja viel drin, Pyjama, Bettwäsche und sogar noch die Bücher und Schülerduden, alles klar. Na, das ist ja mal eine Nachtlektüre, Schülerduden. Genau, und auch hier haben die diesen professionellen Büro-Schreibtisch, der optisch nicht der schönste ist, aber seinen Zweck eben erfüllt und eben sehr gut in eine Ecke reingepasst hat. Und da ist auch noch ein kleiner in der Ecke hinter der Tür versteckt. Deswegen genug Schreibtische, aber die brauchen echt mal neue Stühle. Also wenn ihr euer Zimmer umzieht, dann kriegt ihr auf jeden Fall neue Schreibtischstühle. Die gehen mal gar nicht. Die habt ihr auch schon demoliert. So, das war's dann mit der Haustour. Das ist unser Zuhause. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. So wohnen wir eben. Falls es euch interessiert hat. Ja, ich finde es ganz gemütlich. Wir fühlen uns wirklich wohl. Und wobei wir uns natürlich wünschen würden, wir hätten so wenigstens ein, zwei Kinderzimmer mehr. Aber ja, wir machen halt das Beste draus. Wir haben noch großen Keller mit Vorratsraum, Waschraum. Da ist auch noch so eine Art Sporttoberaum. Aber es sieht sehr, sehr katastrophal aus. Auch da ist Baustelle so in der Art. Ne? Also da haben wir auch noch viel zu tun. Aber wir waren jetzt wirklich dieses Jahr sehr, sehr mit dem Garten beschäftigt. Falls ihr das mitgekriegt habt, wenn nicht, dann schaut gerne in meine Vlogs rein. Ja, deswegen kommt man immer nicht zu alles und man ist mit dem Alltag und den Kindern beschäftigt. Von daher bleiben immer manche Dinge auf der Strecke. Aber wir sind dabei und freuen uns dann, wenn wir immer wieder irgendwas gemacht haben, geschafft haben. Ne? Ansonsten, ich hatte schon überlegt, ob ich in den Keller ziehe und den Kindern
mein Zimmer Obfach. Aber nein, das ist also, die Kellerräume sind halt eben sehr alt und so mit Röhre und sehr, sehr vielen Spinnen. Deswegen, ja. Keiner will in den Keller ziehen, obwohl wir da einen beheizten, nehmen wir eigentlich zwei beheizte Räume. Also der Waschraum ist beheizt und der eine Raum ist halt wirklich wie so ein Raum. Gut, also das war's dann für heute. Ich hoffe, unsere Haustour hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, dann freuen wir uns natürlich sehr, sehr gerne über einen Daumen hoch. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!